was man ja auch schon bei der ersten Mannschaft sehr, sehr gut sehen kann. Die Übersicht, die die Mannschaft mittlerweile mit sich bringt, aus der Verteidigung heraus schnell den Spieler zu sehen, der schon nach vorne gelaufen ist und ganz einfach den Pass zielsicher spielt und dann natürlich das schnelle Tor macht. Ja, wir sehen das. Es ist ja bei erfolgreichen Mannschaften an sich so, aus einer sicheren Abwehr heraus spielt man dann eben diese leichten Bälle, diese Konter. Und die machen dann letztendlich den Unterschied aus. Weil mit zwei, drei leichte Tore, die sich der Gegner dann hart erarbeiten muss gegen die eigene Abwehr. Jetzt wollte Grün-Weißer schnell die Auszeit nehmen, aber dann war der Ball doch schon weg. Und dann geht das natürlich nicht. Und da hat sie sich schön durchgesetzt, Jennifer Benke. Und jetzt Auszeit genommen von Grün-Weiß-Schwerin. Beim Stand von 15 zu 7. Ich hab's nicht eingedrückt. Eine kleine Konfusion, das steht nicht 15-8, sondern 15-7, sondern 15-8. Aufgrund dadurch, dass jetzt die Auszeit genommen ist, während dieser Auszeit können keine Tore umgestellt werden. Ja. Aber die Konfusion hat sich auch gleich wieder erledigt. Gut, irgendwo sind technische Grenzen gesetzt. Die haben wir jetzt in diesem Fall. Ja, das haben wir auch im Erwachsenenbereich schon öfter gesehen, dass dann einfach irgendwann auch einfach mal die Anzeigetafel versagt und man mit diesen Umschlagergebnissen bei der Spiel muss. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an die Anzeige in Banskoletzen, die dann kurzfristig auch mal irgendwie so 54 Tore anzeigt oder 99 Tore, das hatten wir auch schon gehabt. Ja, das Beste, was wir hatten, war der Stand von 19 zu 321. Aber ne, kleine technische Mängel gehören zum Leben dazu. Und so machen wir das Spiel weiter. Und das war schöne Finte. Laura Stammer zieht hier raus und Jennifer Kriegsmann kann links die Lücke nutzen, die sie dann reißt zum Tor zum 15 zu 8. Jetzt spielt Grün-Weiß mit... Spielen wir mit zwei Vorgezogenen. Also so ganz habe ich die Abwehrvariante jetzt nicht verstanden bei Grün-Weiß-Schwerin. Du hast gesehen, es waren zwei Vorgezogene. Also ich würde sagen, es war eine... Boah, das war ganz klasse gespielt. Auch wenn der Ball jetzt, wenn sie den Ball nicht richtig bekommen und aufs Tor gebracht hat. Allein dieses Abspiel von James McKriegsmann eben, das war schon hohe Hand bei uns. Ich würde sagen, wir haben ja eine aktive Manndeckung plus die normale 5-1. Jetzt wird es eindeutiger und du hast recht. Die aktive Manndeckung gegen Nora Knull und die 5-1-Deckung. Ja, beziehungsweise es ist eine 4-1-Deckung. Verbund. Interessante Variante. Und jetzt gibt es nochmal Torwartwechsel. Anna Hahn kommt jetzt ins Tor und Laura Posselt mit dem Treffer? Ich denke ja. Auf dich ist und bleibt verlassen. Also was das betrifft, sollte ich es eindeutig lassen. Oder du bringst mir kein Glück, weil mit Steffen funktioniert das besser. Oh, da ging seine Hals und das gibt 2 Minuten hinterher. 2 Minuten Strafe gegen Christine Mauritz, sie hatte schon gelb. Ach nee, nicht die 2, sondern die 8, Lisa Winkel ist es. Aber auch die hatte schon gelb. Die Meter kann noch nicht ausgeführt werden, der Zettel ist noch nicht ausgefüllt. Jetzt Jennifer Kriegsmann, der ist drin. Ganz sicher oben links in den Winkel. Und da, damit ist das Halbzeit. 16 zu 8 gehen wir in die Halbzeit. Der B-Jugend SV Grün-Weiß-Schwerin gegen den Stralsunder HV.
es geht bei der Halbzeit 2 SV Grünwald Schwerin gegen den Stralsunder HV. B-Jugend weiblich. Sven ist weiterhin bei mir und wir schauen drauf, wie Grünwald jetzt aus der Halbzeit kommt. Und erstmal mit Krach und Jennifer Kriegsmann und dem Pfosten. Und wieder der Straße große Probleme mit diesem 5-1 Abwehrsystem des SV Grün-Weiß-Schwerin. Sehen wir, jetzt spielen wir nicht wieder diese Manndeckung 4-1, sondern jetzt spielen wir wieder ein klassisches 5-1. Mal schauen, vielleicht holt Fred das ja nochmal raus. Ja, wir werden gleich mal schauen. Jetzt spielen wir erstmal wieder 5-1 und gut, wie die Abwehr da rausrückt bei Grün-Weiß. Jennifer Kriegsmann dann aber mit dem Fehlpass. Und dann auch das Tor für den Stralsunder HV durch Christine Mauritz. Und auf der anderen Seite ebenfalls Christine Vogt mit dem 17-9. Gespielt, Laura Stammer mit Schwung und dem Treffer zum 18-9. Was ich auch sagen muss, Schwerin hat ja nun eine sehr, sehr große Mannschaft, wenn man sich das hier an der Seite einmal anguckt. Die brauchen sogar noch einen extra Hocker an der Bank. Ja, den extra Hocker macht man deshalb, weil nicht alle auf den. Weil eben, es dürfen nur 14 Spieler auf dem Spielberichtsbogen eingetragen sein. Auch nur die dürfen auf der Bank sitzen. Aber um das Mannschaftszugehörigkeitsgefühl auch zu stärken, für die, die nicht spielen können, auch aufgrund von Verletzungen, wir es ja haben, wird dann noch ein, jetzt dazugestellt. Und jetzt gibt's Gelb gegen Christian Vogt und 7 Meter für den Stralsunder HV. Diesmal kein Torwartwechsel. Jennifer Benke tritt an und das sieht gut aus. Passt oben rechts rein. Tor für den Stralsunder HV. 18-10. Und der leichte Ballverlust auf grün-weißer Seite. Ja, Sophie Hader. Und der Treffer für Laura Posselt. Mir scheint, dass Stralsund etwas besser aus der Pause gekommen ist. Grün-weiß noch nicht ganz so auf dem Feld. Ja. Zumindest ist mein erster Eindruck. Ja, mein erster Eindruck ist, dass Grün-Weiß immer mit viel Schwung aus der Dings kommt. Mit den ersten zwei Minuten und dann erstmal den Schwung wieder rausnimmt und so, weiß ich, so eine Art Mittagsschlaf einlegt. So auch in der ersten Hälfte. Oh, jetzt der leichte Ballverlust. Und das Tor. Für Jennifer Benke. 18-12. Und die Leistung der B-Jugend hier ist mit Sicherheit nicht das, was man sich vorgestellt hat auf grün-weißer Seite. Nee, da gehe ich auch definitiv nicht von aus, weil ich sag mal so, das erste Spiel hat man klar dominiert. 45-18 ist, glaube ich, auch mit eines der torreichsten Spiele überhaupt in der ganzen Saison gewesen von allen Mannschaften und auch mit das am weitesten Abstand geführte Spiel. Ja, und Christine Vogt jetzt mit dem Treffer
Vom 19.12. Aber, und das ist ja, letztendlich ist der Abstand ja gar nicht so entscheidend, aber es ist nicht so, dass der, dass es nicht so, so steht, wie man sich das vorstellt, weil eben Strahl so einen großen Sprung gemacht hätte, sondern es ist vor allen Dingen so, dass Schwerin durch viele eigene leichte Fehler den Gegner hier im Spiel hält. Weil noch ist das Spiel, auch wenn es mit 19:12 relativ eindeutig steht, noch offen. Und jetzt hat man eine aktive Manndeckung. Und sie da genug halt, aber da ist die Riesenlücke da. Und ein Nachwurf von Benke. Drin 19:13. Und jetzt gibt es noch die gelbe Karte gegen Ines Maria Jeske. Es war ein schönes Anspiel an den Kreis auf Annika Blech zum 20:13 und so ein bisschen was müssen sie jetzt auch zeigen hier, die B-Jugend. Ich meine, ein prominenter Besuch ist da. Der Trainer des SV Grün-Weiß-Schwerin, der ersten Frauenmannschaft, hat sie eingefunden. Auch einige Spielerinnen, sie hätten ja heute auch Spiel gehabt, ist leider abgesagt worden wegen Potsdam. Weil Potsdam krankheitsbedingt nicht anreisen kann, dessen Christine Mauritz mit dem Treffer zum 20:14. Ja, wir haben Andreas Badlau, auch Ralf Grünwald aus dem Trainerstab, Jennifer Kriegsmann, das war jetzt aber stark gespielt. Starker Wurf. 21:14. Dann, ja, morgen, wie gesagt, einige Spielerinnen da, und dann Vivian Badlau ja noch verletzt. Und im Kreuzbandriss und Wendy Künzel. Eigentlich 22. Und jetzt? Oh, leichte Passfehler. Das schleichen sich auf beiden Seiten einiges an Fehler ein, und man hat sich jetzt auf aktive Manndeckung geeinigt. Die Strahlsonder reagieren damit und nehmen Jennifer Benke nach außen. Jetzt versuchen sie, den Spiel einzubinden, jetzt nehmen sie sie ganz raus. Entscheidet man sich gegen das 5:1, verstehe ich nicht ganz die Maßnahme, weil das 5:1 bisher wahnsinnig gut funktioniert hat. Na, schauen wir mal, was da raus. Ja gut, vielleicht versucht man nochmal eine andere Variante einfach mal zu probieren, um einfach mal zu sehen. Vielleicht funktioniert es ja ohne das 5:1, sondern mit einer klaren 6:0-Deckung besser, und schauen wir mal, was mal rauskommt. Da war alle Möglichkeiten nach der guten Parade von Sina Güdokait. Ja, das kam auch von der Trainerbank, da war doch alles frei rechts. Da hätte sie gehen können, es selber machen können. Hat dann den Abspiel gesucht und nicht gefunden. 21:14. Und Jennifer Kriegsmann holt sich den Ball.